Alex Sachimensa, ein gefeierter Stürmer der Nationalmannschaft in Ghana. An der WM 2006 spielt er im Achtelfinale gegen Brasilien. Nicht nur in Ghana ist Alex Sachimensa ein gefeierter Star, sondern auch in der Schweiz. In 190 Erstligaspielen erzielt er insgesamt 75 Tore. Beim FC St. Gallen ist Sachimensa der Publikumsliebling. Seine Rückwärtssalti sind legendär. Im Sommer 2007 nimmt seine erfolgreiche Fußballerkarriere ein abruptes Ende. Beim Spiel gegen GC verletzt er sich schwer. Ein harter Schicksalsschlag. Eine lange Leidenszeit beginnt. Im Zweikampf. Was könnte Alex da passiert sein? Also keine Ferndiagnosen, aber hier das Knie, das rechte, wird da schon etwas abgedreht. Bleibt stecken im Rasen, aber wie gesagt, Ferndiagnosen soll man nicht stellen. Hat sofort Handzeichen nach außen gemacht, dass ihm etwas sehr weh tut. Nach 15 Jahren Profikarriere ist einfach schlimm, wenn plötzlich passiert, dass die Arzt dir sagt, dass hey, jetzt ist vorbei, darf nicht mehr spielen. Es ist einfach, wie deine Welt ist einfach kaputt, aber gibt nur Nebenwirkungen, dass du immer noch die Schmerzen dabei hast. Oder es sind einfach zwei Sachen. Auf einmal ist einfach alles zusammen zu viel, oder? Alex Sachimensa wird 7-mal operiert. Dennoch kann er in normalen Schuhen weder stehen noch richtig gehen. Die Schmerzen sind sein ständiger Begleiter. Die Lebensqualität des ehemaligen Spitzenfußballers ist arg eingeschränkt. Schon am Morgen früh, wenn ich aufstehe, jeder Schritt ist einfach schmerzhaft mit den normalen Schuhen. Und sogar mit Schmerzmedikamenten, das bringt nicht. Das geht nur ein paar Stunden und die Schmerzen ist wieder da. Alex Sachimensa verliert den Glauben daran, je wieder schmerzfrei leben zu können. Erst mit dem Kibbutz kommt die Lebensfreude des zweifachen Vaters zurück. Mit dem Kibbutz habe ich jetzt gleich Belastung und das korrigiert einfach die Norm. Beweglichkeit im Gelenk. Ich habe sogar mehr Beweglichkeit und hinken sind mein Mann fast nicht mehr. Und für mich ist einfach erste Priorität, dass sie keine Schmerzen habe und ich kann einfach ganz normal gehen, sogar joggen ohne Schmerzen. Die positive Wirkung vom Kibbutz spürt Alex Sachimensa schon nach kurzer Zeit. Nicht nur die Schmerzen beim Gehen verschwinden, sondern auch seine Rücken- und Hüftbeschwerden. Im Kibbutz ist es möglich, dass sich der Rücken automatisch streckt, das passiert automatisch, man hat eine bessere aufgerichtete Position. Dadurch entspannen sich die Rückenmuskeln und man kann einer Fehlbelastung oder Überlastung vorbeugen. Das tägliche Training im weichelastischen Kibbutz verbessert die Gesundheit des Sportlers stark. Dr. Christian Sommer erklärt die Wirkung des Kibbutz. Wir haben hier die Situation eines Fußes nach 7-maliger Voroperation. Wenn wir den Fuß untersuchen, sehen wir, dass die obere Sprunggelenksbeweglichkeit deutlich eingeschränkt ist. Das untere Sprunggelenk auf dieser Höhe ist steif und stabil. Die Bänder am äußeren und am inneren Sprunggelenk sind stabil. Der Patient profitiert vom Kibbutz, er ist mit dem Kibbutz schmerzfrei. Es ist anzunehmen, dass der positive Effekt des Schuhs auf der Druckverteilung basiert beim Aufsetzen des Fußes in der frühen Standphase. Dieses Prinzip dürfte deshalb gut funktionieren, weil die Bänder außen und innen am Rückfuß stabil sind. Dank Kibbutz ist Alex Sachimensa zurück auf dem Fußballplatz. Heute trainiert er die A-Junioren von Frauenfeld. Also zurück auf dem Fußballfeld war wie ein Lottogewinn. Gott sei Dank mit dem Kibbutz zusätzliche Hilfe. Also muss ich ehrlich sagen, super, super und toll. Aus der dunklen Welt scheint wieder die Sonne. Also besser gibt's nicht. Alex Sachimensa, der ehemalige Fußballprofi, hat seine Lebensqualität zurückgewonnen. Im Kibbutz läuft er nun einer unbeschwerten und schmerzfreien Zukunft entgegen.